Zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Viele sagen hier immer wieder, oh Leo, du musst unbedingt ein Video zur Gruppenarbeit oder zur Partnerarbeit und so weiter machen, weil ich krieg da immer eine richtig schlechte Note, ich bin sonst alleine immer super gut, aber das zieht mich immer voll krass runter. Und für mich war es damals eigentlich immer genau umgekehrt. Also ich war auch so alleine gut, aber ich fand eigentlich immer, dass zu Gruppenarbeiten meistens extrem geschenkte Punkte sind. Und das, nachdem ich auch ein bisschen mit einigen von euch da geschrieben habe, habe ich gemerkt, ha, das hängt einfach nur an ein paar kleinen Mindset-Änderungen und dann läuft der Hase. Deswegen 5 Tipps und ihr werdet das Ganze rocken. Erstens, sei der beste Leader. Das bedeutet, sei nicht nur derjenige, der die Gruppe anführt, sondern tu das auch noch im besten Maße. Denn jeder, der wirklich diese Leader-Eigenschaften verkörpert, ist im Prinzip auch genau derjenige, der schlussendlich die Top-Note bekommen wird. Ganz einfach aus dem Grund. Wenn der Lehrer merkt, von wem die treibende Kraft in der Gruppe oder auch wenn ihr zum zweiten Referat haltet, kommt, dann bekommst du, dadurch, dass du im Prinzip die Verantwortung gewissermaßen für das gesamte Projekt genommen hast, auch die Credits für das gesamte Projekt. Sprich, wenn das allgemein einfach sehr gut war, jemand anderes aber nur ein bisschen was beigetragen hat oder du auch gar nicht so viel gesagt hast, aber der Lehrer merkt, hey, der war wirklich derjenige, der hier eigentlich am meisten reingehaut hat und das Ganze zum Laufen gebracht hat, das wird dich sehr, 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 sehr gut in der Bewertung dastehen lassen. Allerdings sind dafür 3 Dinge extrem wichtig. Erstens, du hast deine Sachen immer am Start. Wenn du wirklich derjenige sein willst, der die Gruppe anführt, dann ist es absolute Grundbedingung, dass du deine Sachen parat hast. Du kannst nicht zu jemandem sagen, okay, du machst das, du machst das, du machst das und organisierst das alles, machst aber selbst nichts. Das bedeutet, das muss absolut Grundvoraussetzung sein. Zweitens, ja, du stellst niemals dich, sondern immer das Projekt in den Vordergrund. Das ist so entscheidend. Wenn du denkst, du bist der Anführer, deswegen, weil das cool ist, du hast schon verloren. Du hast schon verloren. Beispielsweise auch, ich habe baue ja selbst aktuell auch ein Team auf. Wir sind schon länger ein auch immer mehr etabliertes Team. Da fühle ich mich nicht cool deswegen. Ich sehe mich viel mehr in der Verantwortung. Ich fühle mich noch viel mehr gedemütigter, nicht im Deutschen, mehr im Englischen Sinn, im Sinne von humble. Also, dass man noch mehr Verantwortung hat. Es geht nicht mehr um dich, es geht hier um eine größere ganze Sache. Deswegen, so, so wichtig, es geht niemals um dich, stell immer das Projekt in den Vordergrund. Das ist natürlich auch die anderen viel motivierter, wenn die merken, hey, du versuchst einfach nur ein geiles Projekt auf die Beine zu stellen, als dass du selbst irgendwie, weil Leo gesagt hast, du sei der Anführer in deiner Gruppe, machst du das dann und dann checkt das auch jeder. Und drittens, du koordinierst das Ganze. Allerdings das nicht deswegen heraus, weil du irgendwie das irgendwie so aufnimmst, ich will das machen, sondern weil du einfach in dem Fach gut bist, vielleicht auch sonst einfach diese Leader-Qualitäten hast und die anderen dich deswegen respektieren. Das ist natürlich auch Selbstvertrauen wieder ein ganz, ganz großer Faktor. Und wenn du das hast, dann werden dich Leute auch in dieser Rolle akzeptieren und im Prinzip sogar wollen, dass du das Ganze leitest, weil sie wissen, mit dem Typen oder dem Mädel, die das macht, hey, da werden wir am Ende auch ein geiles Projekt stehen haben und werden im Prinzip sogar wollen, dass du eben das Ruder in die Hand nimmst. Zweitens, such dir Leute auf deinem Level. Es macht in meinen Augen weder Sinn zu sagen, boah, ich bin jetzt ein super guter Typ, ich gehe jetzt mit ganz, ganz schlechten Leuten in die Gruppe und dann ist die Differenz dazwischen so groß und der Lehrer merkt, oh, ich bin so viel krasser als die, dann bekomme ich bessere Noten. Weil das wird meistens nicht funktionieren, denn du kannst natürlich tierisch alles alleine machen, aber das wird der Lehrer auch merken und wird davon auch nicht so begeistert sein. Du brauchst nicht glauben, nur weil du alles gemacht hast, im Prinzip den schlechteren Leuten sogar Sachen geklaut hast, dass du dann eine bessere Note bekommst. Die meisten Lehrer sind dazu schlau dafür. Gleichzeitig macht es auch keinen Sinn, wenn du sagst, okay, ich bin mega schlecht, ich gehe jetzt einfach in eine gute Gruppe und dann versuche ich irgendwie ein bisschen was zu sagen und dann passt es. Weil da killt dich halt eben die Differenz. Deswegen, egal ob du mega gut, durchschnittlich oder eher zu den Schlechteren gehörst, ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, such dir Leute auf deinem Level, was vielleicht Sinn machen kannst, dass wenn du eher zu den Schlechten gehst, in eine mittlere Gruppe gehst, weil du da dich noch ganz gut einbringen kannst und vielleicht einfach so mitschwimmen kannst. Aber ansonsten würde ich dir wirklich empfehlen, such dir Leute auf deiner Ebene, weil dann kannst du, ihr könnt besser miteinander harmonieren und ihr könnt dadurch auch einfach mehr gemeinsames Engagement entwickeln. Und wenn der Lehrer am Ende merkt, hey, die waren ein gutes Team, die haben eine geile Sache aufgestellt, dann bist du eigentlich sehr, sehr schnell auch in den richtig hohen Punktebereichen. Auch wenn das nicht die 15 Punkte sind, wenn du jetzt beispielsweise ein schlechterer Schüler bist, ist egal. Weil der Lehrer merkt einfach nur, okay, die haben hier gemeinsam was Sinnvolles aufgestellt und das wird er positiv bewerten. Drittens, trefft klare Absprachen. Das ist so wichtig und wird so, so selten gemacht. Und zwar, es muss einfach logisch und für jeden sichtbar sein, wer hat welche Aufgabe,
Bis wann müssen die erledigt sein? Wer stellt was vor? Und alles andere, alles weitere, was in eurem Fall vielleicht noch, wer bringt den Stick, wer bringt den Laptop mit? Keine Ahnung, wer meldet sich, wenn die Gruppe drankommen will? Das muss alles geregelt sein. Weil zum einen jede, absolut jede Kleinigkeit, die in der Vorbereitung nicht klar war, ist dann bei der Präsentation sofort erkenntlich. Wenn es da irgendwie Missverständnisse gibt, wer macht es nochmals weiter? Was meint ihr, was der Lehrer denkt, wie ihr euch auf das Ganze vorbereitet habt? Natürlich super schlecht. Deswegen habt ihr wirklich klare Strukturen, das machen wir so, so, so. Und vor allem, wenn du eher, ich sag mal, wenn du Leute in deinem Team hast, die eigentlich ganz gut wären, aber schnell nochmal sagen, ach komm, scheiß mal drauf, dann sind so klare Strukturen so wichtig, weil wenn jeder weiß, okay, das ist so und so und so und so und jeder checkt alles, es ist mega transparent, wie alles läuft, dann nehmen die Leute das Projekt auch viel, viel ernster. Viertens, sei immer cool mit allen. Das bedeutet, egal was eure Vorgeschichte mit einer bestimmten Person ist, wie unterschiedlich eure Ansichten über das Projekt ist, was wir machen sollten oder was auch immer euch sonst unterscheidet, es ist absolut egal. Selbst wenn die nicht mitmachen und dir das voll gegen den Strich geht, sei immer cool mit allen. Das ist so wichtig. Das bedeutet, unabhängig von dem, was passiert, du bist freundlich, du versuchst sie einzubinden und du glaubst nicht nur an dich selbst, sondern auch an sie. Denn nur wenn du das als Grundbedingungen hast, dann kann da überhaupt mal eine Teamdynamik kreiert werden. Und wenn du das wirklich beachtest, dann wirst du merken, dass auch bei Leuten du denkst, okay, hier klappt eigentlich gar nichts und die haben mal gar keinen Bock und ich krieg das nicht gebacken und ich kann mit denen nicht arbeiten, dass wenn du dem Ganzen ein bisschen Zeit gibst, du weiter deine Sachen sehr gut machst, dass sich das Ganze noch drehen wird und dann wirst du selbst davon überrascht sein und dir dankbar sein, dass du eben keinen emotionalen Anfall bekommen hast. Fünftens, stell immer das Team komplett dar. Ich würde niemals entweder schon bei der Präsentation oder auch hinterher zum Lehrer sagen, oh, und das habe ich gemacht und bam, 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 weil der Lehrer wird nur merken, okay, der versucht sich jetzt irgendwie selbst zu pushen und jeder Lehrer ist bewusst, dass man das in so einer Gruppenarbeit gerne mal macht. Sondern versuch in eine ganz, ganz andere Situation zu kommen. Und zwar im Prinzip in die Position, wo der Lehrer dich als Autoritätsperson der Gruppe oder zumindest als den Gruppenanführer sieht und dich dann beispielsweise auch für die Bewertung zu Rate zieht, beispielsweise beim P-Seminar, was bei uns in Bayern gibt. Das bedeutet, dass du einfach in einer Gruppe ein Seminar hast und einem gemeinsamen Projekt und das auf die Beine stellen musst über Monate hinweg. Oder auch wenn es nur eine ganz kleine Arbeit ist oder ein Referat, dann kann es oft sein, dass der Lehrer mal fragt, okay, wie war denn die Person? Wie war denn die Person? Oder sie fragt, beispielsweise, wenn man zu fünft so eine Sache präsentiert hat, fragt sie dann, okay, wer hat jetzt was gemacht? Wenn du dann auch innerhalb der Gruppe schon derjenige warst, der alles geleitet hat und das auch für den Lehrer erkenntlich ist, ist es vollkommen normal, dass du dann in der Situation derjenige bist, der laut spricht und sagt, sie hat das gemacht, er hat das gemacht, sie hat das gemacht, er hat das gemacht, ich habe das gemacht, bam. Und dann ist nämlich das Entscheidende, dass du da niemals versuchst, dich möglichst gut darzustellen und andere abzuwerten, sondern sagst einfach ganz ehrlich, okay, von ihr habe ich ehrlich gesagt nicht so viel mitbekommen. Er hat einen super Job gemacht, er hat das gemacht, er hat das gemacht, er hat das gemacht. Sie auch richtig, richtig toll und so weiter. Und spreche am besten was gar nicht über dich. Weil wenn du in der Situation bist, dann ist es vollkommen klar für alle, okay, der hier war der Chef und hat alles organisiert, ohne dass er sich selbst in den Vordergrund stellt. Und du arbeitest im Prinzip mit dem Lehrer zusammen, um herauszufinden, was so die fairsten Noten für alle anderen waren. Weil es für alle anderen schon logisch ist, dass du eine sehr gute Note bekommst, weil du hast alles organisiert, du hast alles koordiniert, du hast dich um alles gekümmert, du hast sehr gut präsentiert, du hast dein Team im Prinzip angeführt und sechstens, allerwichtig ist natürlich, du hast dein Zeug gemacht und das auf einer sehr hohen Qualitätsebene und dann ist es für den Lehrer vollkommen logisch, was du für Note bekommen wirst. In dem Sinne, vor allem bei Gruppenarbeiten, mega, mega wichtig. Glaub an dich, ich tue es in jedem Fall. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.